herzlich willkommen zu Nightwash. Heute mit dem unvergleichlichen Kristall. Vielen Dank, hört doch bitte auf. Vielen Dank. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Herzlich willkommen auch zu Hause hier bei RTL 2. Hier ist Nightwash. Wir sind richtig gut drauf. Beruhigt euch. Tatsächlich muss ich mich outen. Ich weiß nicht, ob ihr mich dann verurteilen werdet. Aber ich weiß nicht, ob noch Leute von euch so sind. Ich bin ein sehr schlechter Verlierer. Haben wir noch schlechte Verlierer hier? Wem von euch, mal kurz klatschen, wem von euch ist es egal, ob er verliert? Guck mal, das sind, euch ist egal. Guck mal, das sind Loser-Menschen, ja? Die wirklich... die keine Ziele im Leben haben. Ist mir egal, ob ich verliere. Ja, sieht man am Gesicht meistens. Guck mal, also, wirklich, wie kann es einem egal sein, ob man verliert? Das ging bei mir in der Kindheit schon los. Ich habe mit meiner Schwester gekniffelt. Kniffel kennen wir alle, oder? Da versucht man natürlich, 5 Würfel in einer Zahlenkombination zu haben. 5 mal eine 1, 5 mal eine 2, sonst irgendwas. Meine Schwester hat 3-mal in Folge einen Kniffel gewürfelt. 3-mal! Und dann musst du ruhig bleiben. Du musst das so tun, so, ja klar, das ist physikalisch möglich, klar. Die hat geschummelt, 100%ig. Niemand, das geht gar nicht, ist unmöglich. 3-mal in Folge 5, verstehst du, was ich meine? Es ist nicht möglich. Ich habe beim 3. Kniffel, habe ich alle Würfel in den Mund genommen und gesagt, kein Würfel, kein Kniffel. Am nächsten Morgen war es sehr lustig, weil ich habe die runtergeschluckt. Auf Toilette habe ich reingeguckt, ah, Kniffel. Genau. Ein Kumpel von mir hat letztens gefragt, ob wir ein kooperatives Spiel spielen wollen. Ein kooperatives Spiel. Kennt ihr das? Das ist ein Spiel, wo es keinen Gewinner gibt, hat er gesagt. Das spielen wir gemeinsam. Wir gewinnen an Erfahrung. Und ich stand da so. Ah, Full House. Das ist wirklich unglaublich. Kooperatives Spiel. Er sagt, wie, es gibt keinen Gewinner? Er sagt, wir spielen einfach gemeinsam. Es gibt keinen Gewinner. Ich sag, was ist das denn für eine Scheiße? Ich geh doch auch nicht in den Puff und streichel den Schrank. Der Kameramann, der streichelt den Schrank. Ja, aber sonst... was? Ey, stellt euch mal vor, Deutschland bei der nächsten WM oder EM im Finale, kooperatives Spiel. Hey, nimm du den Ball. Nein, nimm du den Ball. Hey, darf ich schießen? Nein, nicht schießen. Ich sehe schon die Hooligans in der Kurve mit Räucherstäbchen. Hurra, hurra, die Deutschen haben sich lieb, oder was, Alter? Ich kann nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren, aber ich liebe es, Spiele zu spielen. Ich liebe es einfach. Es gibt zum Beispiel so geile Spiele, so Stadtlandfluss. Wer liebt Stadtlandfluss? Schon geil, oder? Stadtlandfluss! Mega geil. Es gibt mittlerweile ja sogar Stadtlandvollidioten und so. Das ist richtig geil. Was ich aber hasse, ist, mit Leuten zu spielen, die einfach lügen. Die einfach so tun, als wärst du der Dumme. Weißt du, die einfach was aufschreiben und mit einem Selbstbewusstsein einfach sagen, das ist richtig. So Land mit M. Mailand. Ist natürlich kein Land. Das ist eine Stadt in Spanien. Und ich... auch den hat nicht jeder, ne? Okay. So, ich habe mit meinem Opa Stadtlandfluss gespielt. Farbe mit L, der guckt mich an. Latex. Digga, dein Opa sagt Latex. Ich sage, willst du wissen, wie ich darauf gekommen bin? Ich will nicht wissen, wie du darauf gekommen bist, aber Latex ist doch keine Farbe. Klar, es gibt doch Latexfarbe. Ich sage, ja, aber es geht doch um Farbe, nicht um Farbe, Farbe. Du weißt doch, was ich meine. Dann guckt er mich an. Darf ich mir 5 Punkte aufschreiben wegen Kreativität? Ich sage, nein, ich ziehe dir 10 ab wegen Frechheit, Alter. Das ist so schäbige Sachen. Fluss mit A. Abfluss.